Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Watch Dogs. Wir sind auf dem Weg zu T-Bone, zu Ray Kenny, weil der hat jetzt Blue am Arsch. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Oh oh, ja, wir müssen uns beeilen. In der letzten Mission haben wir ja im Endeffekt bei Blue ein bisschen was gelöscht und in Erfahrung gebracht. Und unser verfickter Kumpel da Damien hat im Endeffekt ja den Standort von T-Bone verraten. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir ihm da irgendwie aus der Patsche helfen, nehme ich mal an. Dem Motorrad dürften wir auch schnell da sein. Mal sehen, was uns da erwartet. Eigentlich ist es ja schon hier. Ich bleib in Deckung. Hoffentlich kannst du besser schießen als die Typen. Ja, danke. Okay. Okay. Gucken wir direkt mal, was jetzt hier abgeht. Ach du Kacke. Nicht müde werden, Leute. Das ist noch nicht vorbei. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Aufmerksamkeit. Er telefoniert wieder. Bist du das, Pierce? Ich bin's. Sind die schon tot? Ich arbeite dran. Ja, ich arbeite auch dran. Hier kommt jemand. Den krieg ich. Kein Problem. Ich hasse die. Alter, die halten immer die halten immer massig aus. Jetzt hast du das Auto kaputt gemacht, du Frevel. Oh, warte mal, hier haben wir Scharfschützen. Ist aber an sich gar kein Problem. Hier haben wir nämlich auch einen Scharfschützen. Ein paar übel aussehende Jungs auf dem Rasen. Beeil dich ein bisschen. Ah ja. Sniperknifte habe ich. Der guckt von irgendwo da hinten. Da ist er. Ich bin in Position. Alles klar. Oh, er schießt wieder nicht. Ich raste aus, Aiden. Geht doch, meine Fresse. Ich krieg euch alle, ihr kleinen Pisser. Na komm wieder hoch. Was ist jetzt mit dir los? Auch weg. Gut. Jetzt wollen wir ein bisschen radikaler vorgehen. Na, 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 na. Hab ich mit der Falle jetzt ernsthaft jemanden getötet? Gut, den haben wir auch weg. Ah, es geht doch diesmal etwas besser hier. Fragt mich nicht warum. Es sind doch nicht mehr viele hier, außer der eine Typ, der da total verwirrt in der Gegend rumschaut. Oder ich bin einfach zu blöd, den Rest zu sehen. Oh, Alter. Wurde der nicht auf der Karte angezeigt, der Junge? Okay, jetzt haben wir es aber. Und da ist T-Bone. Hoffentlich ist er nicht sauer. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Ah, er ist sauer. Nur fair. Super. Wir müssen hier weg. Folgen und beschützen Sie T-Bone. Na herrlich. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann eine Schande. Na gut, dann lass uns mal loslegen, Mann. Ich mich. Folge mir! Ich komme ja schon. Ernsthaft, die Entfernung mit der Pump? Alter. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Das ist ja langsam zu heiß, Mann! Noch eine Minute, nur noch eine Minute!
mit Gas. Ich hab immer gewusst, dass meine Kunst Sprengkraft hat. Oh. Von wo? Alles okay, Mann? Ja, es ist gerade schlecht, Tibor, wenn du so fragst. Ich will nicht die Kamera, Mann. Halt sie fern! Bist du okay? Ah, ich baller mich hier gerade selbst vor. Aber danke dann auch. Einer noch. Die Uhr läuft, Pierce. Alles sauber. Eine verkabelt. Bleibt noch eine. Hayden, beweg deinen Arsch! Was willst du denn? Sag doch eher Bescheid, Mensch. So ein Sprengzünder braucht ein paar Sekunden. Wenn du ins Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch wieder nicht kommen. Halt sie zurück. Puh. Halt sie zurück, Alter. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass mein Granatwerfer munitionstechnisch am Arsch ist. Wo denn? Ich bin nicht glücklich im Moment. Nicht glücklich. Brauchen hier Hilfe! Letzte Chance. Komm raus und keiner von uns. Da ist immer noch einer. Ich hoffe, der ist jetzt langsam mal tot. Einer ist noch da unten. Gut, ich denke, jetzt haben wir's. Und wie sieht's aus? Gut, ich renn schon. Sag mir bitte nicht, dass du noch eine Bombe legen musst, weil ich habe jetzt langsam keine Lust mehr. Verdammte Scheiße, Scharfschützen! Was zum Teufel? Das sind keine scheiß Amateure, Aiden! Keiner kommt von der Liste runter! Halte mir vom Leib! Hol ihn dir! Ich muss gerade nachladen, Moment. Jetzt kann ich wieder, danke. Jawohl! Falle bringt wenigstens auch noch ein bisschen was. Okay, geht doch. Kopfschuss. Da ist noch einer. Alter Schwede. Es ist dein Ernst, Mann? Worauf schießt du? Da hinten ist er doch. Und schon ist er weg. Mein Gott, du mit deiner kacken Pump. Bleib lieber da hinten. Können wir nur weiter oder willst du dich hier noch länger ausruhen mit deinen kleinen Spielzeugen? Sieht so aus, als ob das hier noch nicht zu Ende ist. Ich sagte doch, hier geht alles den Bach runter. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Noch weiter. Er ist so geil. Okay, gut. Das hätten sie auch definitiv etwas interessanter gestalten können, die Explosion. Wie weit ist der denn jetzt vorne? Oder? Schreibt mal in die Comments. Die Explosion war doch echt für den Arsch, oder? Überhaupt habe ich allgemein manchmal so die... das Gefühl, dass die nicht so ganz gewusst haben, wo sie dann im Endeffekt mal eine Explosion ordentlich machen sollten und wo nicht. Manchmal gehen die Autos hoch, da denkst du, ein komplettes Gebäude geht in die Luft. Und wenn ein Gebäude dann mal in die Luft gehen soll... Denn denkt man, jemand hat einfach bloß ein kleines Streichholz fallen lassen. Naja. Ah, ich bin jetzt natürlich der Fahrer. Herrlich. Ich und Boot fahren, das ist ja nochmal zacken anders. Es tut mir echt leid. Schon gut. Als Autofahrer. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu wenden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brote wie Mountain Talents, das kannst du mir glauben.
Ach, aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt? Im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Na, dann hoffen wir mal, dass er sich an sein Wort hält. Hallo? Achso, jetzt kriege ich wenigstens Danke für die Karteninformation. Ja, was denn jetzt? Ladebildschirm? Weil eine Videosequenz kommt? Oder was passiert hier jetzt? Ja. Okay, ich durfte nicht zu Ende fahren. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Oh Gott. Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industriespionage, korrupte Bullen. Große Explosion, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Nicht alle in diesem Spiel sind Models, Kleine. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst, und zwar alles, sonst entschlüssel ich einen Scheißdreck. Also, Damien und Blumen? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, ey. Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey, wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt eine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach. Endlich bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los, Mann. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Hier. So, schön, Mission beendet. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir in Irex Festung einzudringen und Jordi. Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irex da beschützt hat. Gut. Wir gehen jetzt mal auf den Fähigkeitenbaum, weil wir können jetzt ja langsam mal ein paar bessere Sachen auswählen. Wieder 19 Skillpunkte. Ich habe schon ewig anscheinend mit erhöhtem Dingsbums. Ach, ich denke schon wieder zu viel nach gerade. Ja, okay, hier von brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Okay, Zusatzakku ist ganz cool. Den nehmen wir auch mal. Einfach nur, weil es besser ist. Brauchen in letzter Zeit relativ wenig unsere Hackerkünste, wie euch bestimmt schon auch schon aufgefallen ist. Deswegen, gerade weil ich immer schlecht fahre, würde ich mal gucken, ob ich vielleicht beim Fahren ein bisschen besser
Punkte, links verbessertes Fahrverhalten abseits der Straßen. Siehste, das hilft mir schon mal ungemein. So, erhöht die zugefügten Schaden bei Zusammenstößen. Okay, auch cool. Nehme ich mit. Reifenpannen habe ich zwar nicht oft, aber nehme ich mit. Gut, dann habe ich noch 3 Skillpunkte. Die kann ich ja vielleicht noch irgendwo einsetzen. Hergestelltes, habe ich keinen Nerv zu. Kampf. Pyrote erhöht die Tragekapazität für Sprengstoffe und hier erhöhten Fahrzeugschaden mit Schrotflinten. Alter, Gunshot nochmal ganz von vorne. Lieber eine Granate mehr dabei. So, dann können wir auch mal direkt weiter. Telefon? Wo verdammt warst du? Pony. Oh, herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Freeman. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, das klingt vernünftiger. So, das Telefonat kann ja gleich weitergehen, aber ich kann mich ja währenddessen schon mal auf den Weg machen, nicht wahr? Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn. Der lebt immer noch, Gott. Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein! Ach komm bitte! Ich hab keinen Namen! Du verstehst nicht, ich bin erledigt! Ich kann es nicht stoppen! Ich liebe nicht dieses Mädchen! Und sie sieht mich einfach nur an! Halt's Maul! Ich hab gesagt, halt's Maul! Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Pierce, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Freeman. Klar, ich werde da sein. Okay, weit haben wir es da nicht mehr. Was das Gespräch mit dem mit Maurice jetzt sollte, weiß ich zwar selber nicht ganz genau, weil irgendwie ist er nicht viel rumgekommen. Außer, dass er am Ende es geschafft hat, ihm zu sagen, sehr unglaubwürdig, halt's Maul. Aber naja. Na, das ist uns ja bekannt, dass so manche Konversationen hier nicht ganz gut ausgearbeitet wurden. Aber man kann ja schließlich nicht alles haben. So, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg und werden einfach mal ein paar Autos kaputt machen. Und verpassen einfach mal die Kreuzung. Ist ja gar kein Problem. Wir müssen jetzt auch langsam, denn langsam, das kann ich ganz oft hintereinander sagen, mal rauskriegen, was jetzt nun eigentlich endlich ist und wer hier mit was zu tun hat und wer überhaupt für alles verantwortlich ist, dass unsere Nichte da gestorben ist. Und am besten, ey, willst du mich verkackern? Das sind wir direkt ins Auto gerannt, oder? Habt ihr das gesehen? Selten dämliche Aktion. Gut, wir gehen jetzt hier am besten mal rein. Und machen den nächsten Auftrag. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Ja. Also wieder den Gangbezirk aufmischen. Das ist ja mal wieder super herrlich. Da ist mein Scharfschütze. Brachial? Was sagt ihr? Ja, ne? Ich bin in Rossi Freeman. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmerst du dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer auf dem... Sag mir bitte, ich habe wieder Munition drin. Oh, ich will gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ja, den Typ hab ich. Klopf, klopf. Okay, eine Granate reicht für den, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. Irak hat eigene Ansichten, die man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute. So. Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Bemerkst nicht,
dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Warte. Ein bisschen. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Sieh gut zu. Erwischt. Fuck, Alter, falsches Scharfschützengewehr. Warte. Ein Treffer. Alter, will der mich verkackern? Wie viel? Es geht los. Oh, einer weniger. Gut, der eine scheint auch tot zu sein. Alter, wollt ihr mich alle verkackeiern? Wie hält denn der aus? Oder muss ich jetzt warten, bis Jordi die kaputt macht? Ist jetzt gerade kein Scharfschützen mehr. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder auf eine etwas fixere Knarre wechseln. Okay, ich sehe jetzt hier gerade keinen mehr. Das heißt natürlich nicht, dass hier keiner mehr ist. Aber, wie scheint, habe ich Glück. Jordi, gute Arbeit geleistet. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den Scheiß-Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt einmal kurz unseren CTOS-Blackout. Ist offen. Du kannst uns sehen. Schwenk ab. Okay. Okay, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Whoop. Haben wir denn eine Spec-Ops-Waffe dabei? Mit uns legt sich keiner an! Findet den Arsch! So. Ich wusste nicht, dass du kommst. Okay, den haben wir auch. Oh. Gut, mit dem Fahrstuhl runterzukommen, Leute, war nicht unbedingt die beste Idee. Aber vielen Dank. Jetzt kann ich nämlich den Aufzug benutzen. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Oh, fuck. Das ist doch Kacke, Mann. Wir werden hier raus. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hauen die hier aber richtig rein, was? Die kleinen Bastarde. Oh ja, da zockt der Wichser. Unten bleiben. Nicht gleich beleidigen, mein Freund. So, ein paar Splittergranaten, die können wir ja mal ausrüsten.
Okay. Hier wartet doch bestimmt jemand. Das ist das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? Irgendwie gefällt mir der Weg hier nicht. Ich hab wieder keine Munition für meinen scheiß Granatwerfer. So. Besseres Versteck. Bis jetzt geht das doch hier. Jetzt kann ich nichts mehr retten, du Nutte! Du Nutte? Alter. Jo, eben war er noch da! Ja, eben. Aber eben ist nicht jetzt. Du willst das in die Länge ziehen, was? Blöder Witz. Und dann kommst du nicht, Schlappe! Das war knapp, Leute. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Oh, verstehe. Fuck, Alter. Steht der Typ? Da. Meine Güte. Die sind jetzt gerade, was Positionen angeht, im Vorteil. Ich sollte vielleicht noch mal eine herstellen. Haben wir auch. Weit kann es ja jetzt langsam nicht mehr sein. Oh, scheiße. Den haben wir. Da hinten ist noch einer. Okay, der ist hier auf meiner Höhe. Keine Munition mehr für die Knifte, richtig. Gut. AK haben wir auch nicht viel. Aber das ist der Ernst jetzt. Wir haben für kaum eine Waffe noch ordentlich Munition dabei. Was haben wir hier? Die U100. Naja. Damit müssen wir erstmal klarkommen. Du wirst dir niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Denn ich werde dich finden. Oh, Scheiße. Ich bin deine Mutter, Wichser! Oh, verstehe. Jetzt doch ein bisschen nach. Jawohl, Knifte macht Spaß. Die hat auf jeden Fall mal einen geilen Sound, ne? Wenn sie sonst bei der Waffen jetzt eigentlich soundtechnisch nichts hingekriegt haben, aber die hört sich echt nicht schlecht an. Okay, die Typen. Die
die Typen. Einer aber. Gut, jetzt reicht's aber langsam. Okay, Kohle, abgefangenes Audiolog. Ich werde das hier aufnehmen. Och, Scheiße. Was drunter gefallen? Jetzt noch? Okay. Ich werde mein Vermächtnis aufnehmen mit meinem Cousin Iran. Damit ich was hinterlasse, für den Fall, dass... Du weißt schon. Okay, ist hier was? Okay, jetzt müssen wir gucken. Jetzt sind wir hier, aber wo ist Iraq? Okay, Clara, bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Jetzt muss ich aus dem Saftladen auch noch wieder rauskommen, oder was? Na, herrlich. Und das am besten so schnell wie möglich. Okay. Oh Mann, sieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Pierce, stimmt's? Warst du das, Pierce? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Das warst du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen? Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Folgen Sie Iraq. Ach du heilige Scheiße. Du willst meine von... in mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, ha? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Hier kommt doch gleich wer. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Quatsch, ein bisschen zu viel. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! So ein Großkotz, jetzt hör auf zu labern und komm endlich vor. Den Scheißkerl um. Ach ja, das kriegst du wieder nicht selber hin, oder was? Dübi. Wir werden hier draußen zerfällt. Oh fuck! Er hat sie alle umgelegt.
Warum gehen die nicht hoch? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Das kann nur ich so ein Ding selbst auslösen. Wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Ich hab noch nie verloren, Pussy. Hättest nicht herkommen sollen. Alter, hat der viel ausgehalten. Was ist denn jetzt los? Und Granatwerfer überlebt, oder was, du Idiot? Tja, du Polizist. Spacken, Alter. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Nehmen Sie es erstmal raus hier, wie es scheint. Okay, Zeitsprung, wie es scheint. Wir sollen jetzt hier weg. Nichts lieber als das. So. Da haben wir den Punkt auch schon wieder abgegrast. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Weiter geht's natürlich beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.